Naja, gut, okay, offensichtlich. Schön. So weit, so gut. Jetzt machen wir die Tür noch auf. Hey. Ich bin dich kein Halt. Ich mache ja alles kaputt. Ja, und es ist auch immer gut, wenn man alles kaputt macht, nämlich bei Sachen, die grundsätzlich irgendwie einstürzen könnten oder so. Nur mal so als Denkhinweis, wäre vielleicht flüssig, alles zu zerstören. Okay, da ist mein Rückweg. Eins der Signalgeräte. Da ist die Linse. Hier könnte ich eine Linse für Rayna finden. Hab die Linse. Die kann ich Rayna anbieten, wenn ich sie wieder treffe. Abwärts. Da will ich aber nicht runter. Ach, guck mal einer an, noch eine Kiste. Okay. Ja gut, okay, ich glaube, der einzige Weg nach unten ist aber per se eigentlich wurscht, weil ich habe beides abgeschlossen, da wo ich hin wollte, da war ich. Aber da ist immer noch ein Fragezeichen. Ach so, das ist der, ja, das ist dieser lustige Zugang. Unterhalb vom... Ich muss eine Brotstätte finden. Nicht absaufen, nicht absaufen! Okay. Aber wieso hat es das von Anfang an nicht registriert, dass ich da drüben was gesehen habe? Gerade eigentlich. Na gut, muss ich halt jetzt nochmal da hoch. Dann nützt hier nichts. Geht ja relativ fix, hoffe ich. Ah, hallo! Ah!
Was haben wir denn hier? Das könnte mein Fragezeichen sein, oder? Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Hier, vielleicht ist das doch nicht meine... Hallo? Okay, nee, scheint nicht so zu sein. Ich glaube, im Moment kann ich hier nichts machen. Das ist halt Pilzwucherung, ja. Genau, jetzt ist es freigeschaltet. Heißt, ab nach Pfahllicht. Kann ich da? 10 Stück. Na, dann reisen wir doch mal schnell mit Schnellreise hin. Das denke ich mal auch in Ordnung. Sollte eigentlich relativ schnell gehen, weil es ja nicht weit weg ist. Ja, alles cool. Danke für die Frage. Da ist Erend. Er hat wohl einiges intus. Ah, nee, warte mal. Wir müssen ja noch die bösen Typis finden, die im Wald da umher schlawinern. Das muss die Lichtung sein, in der Konova die Eklipse gesehen hat. Blutflecken. Ein guter Ausgangspunkt. Ah, warte mal, da hier. Sieht nach Ärger aus. Ja? Oh, hat Spaß gemacht. Jetzt muss ich die Lichtung untersuchen. Hier hat Conover wohl ziemlich sicher diese Wache getötet. Vielleicht verrät mir mein Fokus, ob hier wirklich jemand Drittes war. Okay. Ich sehe eine Menge Spuren vom Kaja-Suchtrupp. Nicht hilfreich. Dann wohl die Äste. Zerbrochene Äste. War jemand dort oben? Oder unten noch irgendwelche Spuren? Nee, ne?
schwache Spuren. Sie führen von Fahrlicht weg. Mit meinem Fokus sollte ich ihnen folgen können. Mal sehen, wo sie hinführen. Vielleicht lügt Konova ja wirklich nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe die Spur verloren. Es sind zu viele Maschinen unterwegs. Vielleicht finde ich die Spur ja auf der anderen Seite wieder. Also auf der anderen Seite? Eine Menge. Wer auch immer es war, diese Maschine hat ihm wohl eine verpasst. Mit dem Fokus sollte ich der Blutspur problemlos folgen können. Er ist genug zu dieser Brücke da. Spuren waren da mal, also waren vorhin aber noch nicht da. Ne? Hier unten wurde ein Aussichtspunkt eingerichtet. Verbänder. Abfahren. Offenbar wollte der Flüchtige seine Wunden verbinden, bevor es weitergeht. Ich sollte den Spuren folgen können. Quer durch die Botanik, ey. Bloß keinen Weg nutzen. Die Spur endet hier. Ist wohl in diese Höhle hochgeklettert. Mit der Wunde macht er es sicher nicht mehr lange. Überlegen, was als nächstes kommt. Ach, die Höhle. Das hier sieht mir nach einem guten Versteck aus. Das ist aber keine Höhle, das ist eine... Das ist ein Autobahntunnel oder sowas in der Art. Was ist denn für ein Teil? Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Wir sollten sie alle töten. Gegen eine ganze Garnison wird nicht einfach. Jarovik wirklich tot ist? Er ist nicht am Treffpunkt aufgetaucht. Er hat ihn diese dumme Wache getötet. Oder er hat die Nerven verloren. Dann müssen wir uns eben durch das Tor sprengen. Und was dann? Rayad war unsere Verbindung zu Vesri. Und jetzt ist er tot. Wir finden Vesri, wenn es sein muss. Aber erst müssen wir in Fahrlicht vorbei. Beim nächsten Wachwechsel greifen wir an. Konova hatte recht. Ich muss sie aufhalten, bevor sie noch mehr anrichten. Ich wurde entdeckt! Hey! Ah! 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 Oh!
Ja, toll. Na los! Headshot, Bitch! Da draußen sind sicher noch mehr von dir. Besser vorsichtig sein. So, was haben wir hier im Angebot? Textprotokoll, Datenbeschädigung minimal. Wir sind die Eclipse, die Elite der Schatten-Kaja. Wir haben getan, was Hades, der verborgene Schatten, befohlen hat. Wir folgten der Prophezeiung, die Hohepriesterin Bahavas verkündet hat. Wir trugen die Relikte der Alten, mit denen wir unser Flüstern über das ganze Sonnenreich hinweg hören konnten. Wir bauten eine Armee aus alten Maschinen auf, um die Verräter zu belagern, die unsere heilige Stadt Meridian gestohlen hatten. Alles vergebens. Die verfluchte Nora-Jägerin tötete unsere Anführer und brachte den verborgenen Schatten zur Strecke. Was sollen die Gläubigen tun, wenn die Prophezeiung sie im Stich lässt? Aber vielleicht hat sie das gar nicht. Bahavas sprach von einem einem kosmischen Kreislauf, der vom Mörder des Wahnsonnenkönigs Jiran durchbrochen wurde. Die Welt in Schatten gehüllt, das Rad der Zeit gebrochen. Ein unendlicher Tag unter einer verdunkelten Sonne. Was, wenn diese Phase der Prophezeiung noch nicht vollendet ist? Was, wenn der verborgene Schatten kein Erlöser war, sondern nur ein Bote? Wenn das stimmt, ist unsere Mission nicht vorbei. Sie hat gerade erst begonnen. Und es könnte sehr gut sein, dass im Westen, dem Land der untergehenden Sonne, die wahre Macht auf uns wartet. Okay. Hey. Diese bekloppten Eclipse-Fuzis. Hier ist sie! Los, los! Wichser. Headshot. Gut, so viel dazu. Klingt, als wären jenseits des Schreckens noch mehr Eclipse. Wenn dieser Reiher die einzige Verbindung war, könnte er einen Fokus haben. Damit könnte ich sie finden. Was heißt? Der da. Nee. Ah, Moment, da hinten liegt noch was. Nicht, dass man das auch abbrechen kann.
Dann machen wir die zwei doch einen Ruf. Das Ding weiß ich das. Keine Ahnung, was das sein soll. Oh, und den Kofferraum auch noch, oder was? Die sahen tatsächlich nicht so aus, als wenn man die plündern könnte. Aber gut. Da wäre noch einer. Den knack ich noch. Das da ist wohl Rayat. Ist wohl seine Blutspur gewesen. Er ist auf dem Weg hierher verblutet. Ah, hier ist das Zeug. Ich habe keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Ich hatte recht. Rayat hat einen Fokus. Ha. Was, die Maske stecke ich ein? Nein, nicht dein Ernst. Treue Eclipse. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahrlicht, wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Boah, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich muss diesen Vesri suchen und sein neues Eclipse-Imperium vernichten, bevor es entsteht. Da sind Koordinaten jenseits vom Fahrlicht. Rayats Maske sollte reichen, um... Beweise, ne? Ja, da ist er ja. Als wir mit der Eclipse in Meridian kämpften, dachte ich, wir hätten es geschafft. Ich lag wohl falsch. Und du musst da runter. Nein, nicht. Hey Mädels. Ihr hört doch eh gleich auf mich zu folgen. Lasst es doch einfach bleiben. So, auf geht's. Da ist Erend. Er hat wohl einiges Infos. Dann entlasst man mal unseren Gefangenen. Achtung, Soldat, sie ist zurück. Aloy, schon was rausgefunden? Eclipse-Flüchtlinge haben am anderen Waldrand kampiert. Und sie waren bereit, sich durch Fahrlicht zu kämpfen. Du hast viele Leben gerettet. Aloy, du weißt, ich glaube dir. Aber Nozar, ihn werden Worte allein nicht überzeugen. Will er einen Beweis? Zeig ihm die hier. Und sag ihm, dass Cornova sein Leben riskierte, um einen Eclipse-Spion zu enttarnen und zu eliminieren. Du bist wirklich seine Retterin. Herzlichen Glückwunsch, Soldat. Du kommst hier raus, sobald ich das mit dem Stab geklärt habe. Ich werde die hier Nozar bringen. Das war's dann? Das Ende der Eclipse? Beinahe.
Diese Eindringlinge, die es vor Wochen durch Fahrlicht geschafft haben. Ihr Boss ist gefährlich. Er ist da draußen, im verbotenen Westen. Und stellt eine Armee auf. Sonne und Schatten, du willst da raus und ihn aufhalten. Ich versuch's. Ich will helfen. Ich kann kämpfen. Das weiß ich doch. Aber du hast viel durchgemacht. Genieß deine Freiheit, wenn du hier raus bist. Hast's verdient. Mach sie platt, Retterin. Ja, mach sie platt, jawohl. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas Interessantes? Du bist zurück. Hoffentlich bis bald. Okay. Ja, nicht so. Gut, dann gucken wir nochmal. Gut, da drin war ich gerade. Keine Fragezeichen mehr, außer hier und da. Da auch noch eins, aber... Ne, 4 Stück sind es insgesamt, so wie es ausschaut. Aber ohne Werkzeug. Was soll die Mine, Mavas? Würdest du lieber da raus? Nein. Hast du hier das Sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Eloy von den Nora nach Farley? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Voadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Kaja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Das glaube ich kaum. Was genau passiert bei diesen Gesandtschaften? Hauptsächlich wird Handel getrieben. Die Kaja erbringen ihren Tribut, Essen, Gewürze, Ausrüstung. Dafür erhalten sie von den Tenakt persönliche Gegenstände der Soldaten, die in den roten Raubzügen fielen. Sie essen Ausrüstung? Diese aktuelle Gesandtschaft ist jedoch ein Sonderfall. Weil die Tenakt irgendeinen Gefangenen übergeben, richtig? Den Soldaten verscharf? Ah, du weißt es. Alle sind nervös wegen der Gesandtschaft. Man weiß nie, ob eine Gesandtschaft gut läuft, bis sie vorbei ist. Du sagtest was von Tenakt-Marschällen. Wer sind die? Die Elitekrieger des Stammes. Vor jeder Gesandtschaft kommen sie mit einem Trupp Soldaten aus jedem ihrer 3 Clans. Dann, im weiteren Verlauf, verhandeln sie im Namen ihres Anführers. Und mit verhandeln meine ich die Sonnenpriester anstarren, bis die nachgeben. Bayev hatte bei der letzten Gesandtschaft das erste Mal mit ihnen zu tun. Er war völlig durchgeschwitzt danach. Es war ein heißer Tag, Sir. Ha, ja, in der Tat. Wo finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm, aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll, besonders wenn er ohnehin angespannt ist. Wir werden sehen.